Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, wir machen heute inshallah oder setzen wir heute inshallah unsere Lesung fort. Und heute beginnen wir mit der dritten Weisheit, nachdem wir letztes Mal schon die letzten beiden Weisheiten gemacht haben, machen wir heute inshallah an der dritten Weisheit weiter. In der heißt es: Sawabiqul himami la takhriqu aswar al aqdari. Vorpreschende Bestrebungen durchbrechen nicht die Welle des Schicksals bzw. der Bestimmung. Anders formuliert: Die eigenen persönlichen Anstrengungen durchbrechen nicht das, was dir bestimmt worden ist. Also, das, was Allah Ta'ala als bestimmt gesetzt worden hat, können wir nicht durch unseren eigenen Willen ändern. Ein sehr einfaches Beispiel dafür: Ich konnte mit meinem Willen nicht beeinflussen, wann ich geboren worden bin oder wo ich geboren worden bin oder wer meine Eltern sind. Die Geburt ist also ein Beispiel dafür, für etwas, was Allah Ta'ala bestimmt gesetzt hat, was ich als Mensch aber nicht beeinflussen kann durch meinen Willen. Und letztlich möchte der Autor uns hier sagen, dass was auch immer Allah Ta'ala bestimmt hat, und am Ende ist es alles, was Allah Ta'ala bestimmt hat. Allah Ta'ala hat am Ende des Tages alles bestimmt. Und das, was Allah Ta'ala bestimmt hat, das können wir nicht durch eigene Willenskraft oder das Wollen oder das Möchten verändern bzw. brechen. Und das, was Allah Ta'ala bestimmt hat, ist für ihn gesetzt, also aus der Perspektive Allah Ta'alas, ist das, was bestimmt worden ist, schon immer so gewesen, wird immer so sein und wird immer und ist immer so. Für uns aber ist es Teil von Raib. Raib, hier gemeint, das Unbekannte, das, was wir nicht kennen. Allah Ta'ala weiß die Dinge und hat sie gesetzt. So hat er zum Beispiel für uns auch gesetzt, wann wir sterben werden. Und das können wir mit unserem Willen nicht verändern, indem wir sagen, ich entscheide, heute möchte ich länger leben. Also wenn der Tod an meiner Tür steht, kann ich ihm nicht sagen, entschuldige bitte, bitte gib mir noch mal 2 Stunden oder 1 Stunde oder komm morgen wieder. Die Himma, von der der, oder diese vorsprechende Bestrebung, von der der Autor hier spricht, beschreibt, wenn der Mensch eine innere Motivation hat, etwas zu tun und aufgrund dieser Motivation mit höchster Anstrengung versucht, das umzusetzen. Ein Beispiel: ich habe den ganz großen Wunsch, ich möchte einen Kuchen backen. Und alles in mir, meine Motivation ist stark, ich möchte diesen Kuchen backen. Und deswegen tue ich alles dafür, um ihn backen zu können. Ich gehe einkaufen, ich bereite alles vor, ich nehme mir die Zeit dafür und am Ende backe ich ihn. Das heißt, das, was der Mensch tut, das Handeln des Menschen, dem geht oft eine Willensentscheidung voraus. Und diese Willensentscheidung fußt auf dem Wollen, auf dem, was der Mensch begehrt, was er möchte. Und das ist diese vorpreschende Bestrebung. Ich möchte das, ich will das. Und aufgrund dessen und die Motivation, die daraus wächst, tue ich mein Bestes, es zu tun. Es heißt also, beziehungsweise es wird auch genannt, die Stärke des Herzens, beziehungsweise das Verlangen des Herzens, etwas zu wollen, und die Konzentration darauf. Das heißt, die Gelehrten, wenn sie über die Himma sprechen, über dieses Bestreben, diese vorpreschende Bestrebung,
dann meinen sie damit oft eine Stärke, die im Herzen erwächst, ein Befinden, das im Herzen wächst, das damit zu tun hat, eine Sache zu verlangen und sich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, was man denn jetzt verlangt. Es ist also eine persönliche Stärke des Menschen. Und diese Stärke des Menschen im Vergleich zu der Stärke von Allah Ta'ala fällt weg, ist nichtig. Und dazu müssen wir Folgendes kurz noch verstehen. Allahs Macht ist unbeschränkt. Und Allahs Macht ist zeitlos, nicht begrenzt, noch kennt sie einen Anfang, noch ein Ende. Allah ist, war und wird immer sein und Zeit gibt es für ihn nicht, sondern Zeit ist nur in unserer Wahrnehmung als Schöpfung existent. Und deswegen weiß Allah Ta'ala auch die Dinge alle schon. Jetzt mag einer sagen, Moment mal, wenn Allah Ta'ala alles weiß und wenn wir letztlich sagen, alles hat mit dem Wille Allah Ta'ala zu tun und ich kann den Wille Allah Ta'alas nicht brechen, warum soll ich dann überhaupt noch was tun? Dann müssen wir kurz aufschlüsseln, was damit eigentlich gemeint ist. Allah Ta'ala hat Wissen und er erteilt, nennen wir es mal, vorsichtigerweise in Klammern gesetzt und in Anführungszeichen, den Dingen die Erlaubnis zu sein, indem er gewissen Dingen die Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden. Beispielsweise kann ich mich heute entscheiden, ob ich rausgehe und die Sonne genieße oder ob ich im Zimmer bleibe oder ob ich ein Buch lese oder ob ich was schreibe. Ich kann entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache. Allah in seiner Allmacht lässt dies zu. Aber die Frage, ob das, was ich tue, auch Allah Ta'ala zufriedenstellt, ist nochmal eine andere Frage. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, frei zu handeln, aber Allah Ta'ala, weil Zeit für ihn nicht existiert, weiß schon immer, wie ich handeln werde. Weil er außerhalb der Zeit existiert. Das bedeutet, ich bin frei, selbst zu entscheiden, was ich tue. Das ist für mich nicht festgesetzt. Aber es gibt Teile dessen, was festgesetzt worden ist, das kann ich nie ändern. Wie groß ich werde, meine Geburt, mein Tod, die Summe dessen, was ich an Rizq, an Versorgung erhalten kann, gewisse Krankheiten, die mich befallen, oder Dinge, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe, wie zum Beispiel, ob es jetzt regnet oder nicht. Es gibt Dinge, die fallen nicht in meinen Kompetenzbereich, an denen kann ich nichts ändern. Und das ist das, was Allah Ta'ala festgesetzt hat. Und das kann ich nie ändern. Heißt also, der Mensch ist dazu angehalten, innerhalb des Lebens, das er lebt, sein Bestes dazu zu tun, seine besten Anstrengungen an den Tag zu legen, Allah Ta'ala, dem Erhabenen, zu dienen. Und er soll entsprechend der Kompetenzen, mit denen Allah Ta'ala ihn gesegnet hat, sein Bestes dafür tun, diese Sachen auch umzusetzen. Ja, also Allah Ta'ala segnet die Menschen und jeder Mensch von uns hat gewisse Kompetenzen bekommen. Der eine kann sehr stark logisch denken, der andere ist sehr gut in der Mathematik, der andere ist ein sehr guter Sportler, der andere ist ein guter Handwerker. Jeder hat so seine unterschiedlichen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind Kompetenzen. Und diese Kompetenzen, deren sind wir angehalten, sie im Sinne dessen, was Allah Ta'ala zufriedenstellt, zu benutzen, zu verwirklichen. Aber dabei soll ich auch immer wissen, ich kann mein Bestes tun, aber das Ergebnis dieser Sache soll mich nicht in Verzweiflung treiben, denn es liegt in der Hand Allah Ta'alas. Ein Beispiel. Ich kann für eine Klausur richtig intensiv lernen und so, dass ich wirklich mit einem
doch teilweise ruhigem Gewissen am Ende sagen kann, ich habe das Beste getan. Das, was ich tun konnte, ich habe mein Bestes gegeben. Ich gebe die Klausur ab. Kann ich diese Note nach der Abgabe der Klausur noch irgendwie beeinflussen? Nein, das liegt jetzt in der Hand des Dozenten, der es bewertet. Die Note ist nicht mehr in meiner Hand. Ich habe meine beste Anstrengung gegeben, aber die Bewertung dieser Sache liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich kann also mein Bestes im Leben tun und ich muss es auch, also ich bin dazu angehalten, das Beste im Leben zu geben, aber am Ende ist das Ergebnis der Sache in der Hand Allah Ta'ala. Das ist übrigens ein Teil der Weisheit, warum Allah Ta'ala seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, du bist entsandt worden, um zu warnen und nicht um Recht zu leiten. Was heißt das? Heißt das, ignoriere die Menschen, mach dein persönliches Ding und fertig? Nein, das heißt, wir sind dazu angehalten, uns entsprechend des Korans und der Lehre Allah Ta'alas zu benehmen, uns am Propheten, an seiner beispielhaften prophetischen Lebensweise zu orientieren, zu informieren, transparent zu machen, was diese eigene Lebensentscheidung für mich bedeutet, ohne dass ich sie jemand anderem aufzwinge, aber ich informiere. Ich kann die Menschen informieren über meine persönliche Meinungen, über meine persönliche Lebensentscheidung, über das, was ich als wahr halte. Dem anderen steht es dann offen, damit darüber nachzudenken, mit mir in Diskussion zu treten, einen Austausch zu treten. Ich bin aber nicht dafür verantwortlich, jemand zu einer Überzeugung zu zwingen. Ich bin nur verantwortlich dafür, zu informieren und darauf zu achten, dass ich diese Informationsweitergabe auf die beste Art und Weise mache und nicht, indem ich zum Beispiel mit Gewalt versuche, meine Ziele durchzusetzen oder indem ich psychischen Druck auf Menschen ausübe und so weiter und so fort. Sondern ich versuche, durch beispielhafte Lebensweise, die sich orientiert am Koran und an der Lebensweise des Propheten, ein Vorbild zu sein und darüber zu informieren. Das Ergebnis dessen aber kann manchmal ganz das Gegenteil dessen sein, was ich möchte. Es kann bei den Menschen zu Abstoßung führen, es kann zu Widerstand führen, es kann wie beim Propheten Muhammad, als er in Mekka war, zu Hass führen, zu Abneigung, zu Verfolgung führen. Heißt das, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat schlecht gearbeitet? Er ist selber schuld? Nein, das heißt, es gibt Dinge, die sind in unserer Hand, nämlich wie wir mit der Situation umgehen, aber die Ergebnisse sind das, was Allah Ta'ala setzt. Und sie können eine Prüfung, eine Erleichterung, eine Erschwernis, ein Weg zu Allah Ta'ala sein. Sie können alles Mögliche sein. Und deswegen heißt es in einem Hadith in Bukhari 3208, in seiner also auf Deutsch jetzt, frei übersetzt mal kurz, wahrlich, ein jeder von euch wird in seiner Mutter für 40 Jahre, oder 40 Jahre, Entschuldigung, für 40 Tage gesammelt. Daraus wird ein Klumpen und dieser Klumpen wird ein Fleischklumpen. Und dieser Fleischklumpen, dort kommen die Engel zu ihm und hauchen ihm die Seele ein. Und dann werden für diese Seele vier Dinge bestimmt. Also wichtig ist einfach nur, es gibt eine Schöpfung. Genetisch tut sich etwas, aus dem Genetischen entsteht ein Embryo und diesem Embryo wird die Seele eingehaucht. Und wenn die Seele in das Embryo eingehaucht wird, dann werden für vier Dinge bestimmt oder mit dem Einhauchen der Seele sind vier Dinge bestimmt worden. Es wird aufgeschrieben, was er tun wird, sein Rizq, was er als Versorgung sich aneignen wird, wie lang er lebt und ob er ein sehr einfaches oder ein sehr schweres Leben oder beziehungsweise ein einfaches Leben oder ein Leben gespickt mit Prüfungen leben wird. Ja, aber das klingt jetzt unfair. Weil
Da werden ja einfach Dinge gesetzt und es wird ja schon aufgeschrieben, was der Mensch tut. Jetzt rudern wir nochmal zurück und machen den folgenden Punkt deutlich. Allah Ta'ala bestimmt und weiß und erlaubt. Alles, was geschieht, unterliegt der Bestimmung Allah Ta'ala. Die Bestimmung von Allah Ta'ala übersetzen wir jetzt hier ganz frei in Klammern und Anführungszeichen mit dem Begriff der Erlaubnis. Das heißt, die Dinge sind so, weil Allah Ta'ala es erlaubt, dass die Dinge so sind. Deswegen bestimmt er sie so. Sie sollen so sein, weil er möchte, dass sie so sind. Weil er möchte, dass sie so sind, Vorsicht, dieser Begriff des Möchtens, merkt euch, damit meinen wir die Erlaubnis. Möchten heißt nicht die Zufriedenheit über so eine Sache. Allah Ta'ala hat dir und jedem Einzelnen von uns die Möglichkeit gegeben, sich frei zu entscheiden. Ich kann das Geld, das hier auf dem Tisch liegt, klauen oder nicht klauen. Diese Entscheidung steht mir zu. Wenn ich klaue, ist das eine Handlung, mit der ist Allah Ta'ala nicht zufrieden. Er hat mir aber erlaubt, so zu handeln, indem er mir die Freiheit gegeben hat, mich zu entscheiden. In dem Moment, wo ich nicht klaue, hat auch Allah Ta'ala mir die Freiheit gegeben, mich so zu entscheiden und er will, dass ich mich frei entscheide. Der Unterschied ist, mit der ersten Handlung ist Allah Ta'ala nicht zufrieden, weil ich seinen Befehle missachte. Ich gehe Diebstahl. Im zweiten Fall strebe ich die Zufriedenheit Allah Ta'alas an, weil ich seine Befehle befolge und diesen Diebstahl nicht tue und das stellt, insha'Allah, Allah Ta'ala zufrieden. Genauso ein anderes Beispiel dafür, der Rizq, die Versorgung. Wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, an das Beispiel des Mannes, der behauptet, ich verlasse mich auf Allah Ta'ala ist der Versorger und ich mache nichts. Ich sitze zu Hause und erwarte, dass das Geld einfach so zu mir kommt, beziehungsweise die Versorgung. Also meine Familie wird schon irgendwie versorgt werden, Allah Ta'ala ist der Versorger, ich mache nichts. Wir müssen uns den Rizq, das, was einem vorbestimmt ist, vorstellen wie eine Schatztruhe. Wie eine Truhe voller Schatz. Ich habe jetzt hier mehrere Dinge. Diese Sachen sind mir bestimmt, 5 Dinge. Um an diese Dinge zu kommen, ich befinde mich hier und die Truhe ist hier. Muss ich zur Truhe gehen und mir etwas daraus rausholen? Die Gesamtheit dessen, was in der Truhe ist, das ist bestimmt. Das ist festgesetzt. Und mit der Mühe, die ich im Leben anstrebe, zum Beispiel indem ich arbeite, Handel betreibe, habe ich die Möglichkeit, immer wieder etwas aus der Truhe zu verlangen. Ich kann nie mehr aus dieser Truhe nehmen, als in ihr ist. Als Allah Ta'ala für sie festgesetzt hat. Allah Ta'ala hat gesagt, da sind 1000 Goldmünzen drin. Jetzt nur beispielsweise. Ja? Das ist nur ein Beispiel, nicht, dass das wirklich so ist. Sondern Allah Ta'ala hat eine gewisse, sagen wir mal, da sind 1000 Goldmünzen. Ich kann nie mehr als 1000. Und ich kann die 1000 auch nicht auf einmal bekommen, sondern durch die jeweilige Anstrengung und das Bemühen der Arbeit bekomme ich immer wieder einen Anteil daraus. Ich werde nie mehr als diese 1000 bekommen. Aber ich kann genau diese 1000 bekommen. Das ist der Risiko. Und der ist festgesetzt. Genauso wie Gesundheit. Ich kann nicht entscheiden, nein, ich werde mich nie im Leben erkälten. Geht nicht. Denn das sind Dinge, die hat Allah Ta'ala festgesetzt. Und eine Krankheit hat so vieles. Sie kann eine Reinigung sein für die Sünden. Sie kann eine Prüfung sein, weil Allah Ta'ala dich liebt und möchte, dass du näher an ihn herankommst. Es kann eine Prüfung sein, in der Allah Ta'ala dir das, was du davor Schlechtes getan hast, freiwaschen möchte. Allah Ta'ala kann dich auch einfach nur allgemein prüfen, um zu schauen, meinst du es ernst mit deinen Überzeugungen oder nicht? Oder bist du nur ein Mann oder eine Frau der Worte? Oder steht hinter den Worten auch eine tatsächliche Überzeugung? All diese Dinge sind aber zu einem großen Teil bestimmt. Und das ist die Wahrheit und die Weisheit und die Bedeutung der Aussage, wenn wir sagen, La hawla
wala quwwata illa billah. Keine Möglichkeiten, keine Macht, keine Kraft besteht auf dieser Welt, außer durch Allah Ta'ala. Wir formulieren es anders. Nichts ist möglich auf dieser Welt, ohne durch Allah Ta'alas Wille. Ohne dass Allah Ta'ala diese Dinge möchte. Möchte im Sinne, er sie erlaubt, er sie will. Will im Sinne dessen die Möglichkeit dafür zu geben. Kein Baum, kein Blatt verlässt den Ast eines Baumes, ohne dass Allah Ta'ala diesem Blatt diese Erlaubnis dafür gegeben hat. Und möchte, dass dieses Blatt fällt. Noch knickt ein Grashalm um, noch geschieht irgendetwas aus dieser Welt, außerhalb dessen, was Allah Ta'ala möchte. Nein, alles unterliegt dem, was Allah Ta'ala möglich macht und deswegen möchte im Sinne, dass es bestimmt, dass diese Dinge so sein sollen. Und das macht uns deutlich, wie besonders Allah Ta'ala ist. Wir wollen nicht lange in die Themen der Glaubensinhalte eingehen, aber nur ein paar drei oder drei wichtige Punkte, die wir hier deutlich machen. Nichts auf dieser Welt ist mit Allah Ta'ala zu vergleichen. Laysa ka mithlihi shay. Nichts ist wie er. Und deswegen können wir diese Dinge nur begrenzt begreifen, weil Allah Ta'ala als Wesen jegliches dessen sprengt, was wir uns überhaupt vorstellen, denken und können oder für möglich halten. Wir wissen aber, nichts ist wie er. Und wenn es nichts gibt, was wie er ist, und wir ihn beispielsweise als allwissend beschreiben, dann wissen wir automatisch, dass Wissen in der Beziehung zu Allah Ta'ala was ganz anderes bedeuten muss, als es bei uns bedeutet. Beispielsweise, wenn der Mensch von Wissen spricht, dann sprechen wir davon, dass es einen Moment der Unwissenheit gab und dann ist sich Wissen erworben worden und die Unwissenheit ist Wissen gewichen, aufgrund Informationen, die wir uns angeeignet haben. Aber Allah Ta'ala als Allwissender beispielsweise, das bedeutet, Allah Ta'ala durch Allwissen kennt keine Momente der Unwissenheit, sondern nur das ewige Wissen. Nur als kurz ein kurzes Beispiel. Und was Allah Ta'ala schafft durch seine Schöpfungsmacht, das schafft er ganz alleine, ohne dass es dort einen Teilhaber gibt, der mit ihm wirkt. Er bestimmt die Dinge, wie sie sind. Und er alleine erlaubt die Dinge, wie sie sind. Und er alleine gibt den Dingen die Möglichkeit dazu, das zu tun, was sie tun. Er alleine hat diese Welt so gesetzt, wie sie ist. Was nicht ausschließt, dass es in der Welt Gesetzlichkeiten gibt. Dinge, die so gewöhnlich sind, dass daraus Gesetzlichkeiten sind, weil Allah Ta'ala sie so gesetzt hat. Kehren wir zurück zu unserer Eingangsfrage, um diese Weisheit abzuschließen. Okay, jetzt wissen wir das alles, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht. Warum soll ich denn dann überhaupt was tun, wenn doch alles so bestimmt ist? Heißt es denn nicht im Koran, Ala lahul khalqu wal amru? Wahrlich, ihm alleine oder ihm gehört die Schöpfung und der Befehl, die Bestimmung. Also nichts geschieht, ohne dass er es erschaffen hat, ohne dass er es bestimmt hat, ohne dass er dafür die Möglichkeit gegeben hat. Ich muss das aus der Perspektive betrachten, dass Dinge möglich zu machen grundsätzlich niemand anders kann als Allah Ta'ala. Aber Allah Ta'ala hat uns in dem Moment, wo er uns frei erschaffen hat,
die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Er hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben, wie wir eben hatten, ob ich jetzt rechts oder links gehe, ob ich das Geld klaue oder nicht klaue, ob ich ein Glas Wasser trinke oder nicht trinke. Das sind Entscheidungen, die darf ich ganz frei fällen. Da wir aber gesagt haben, Entscheidungen haben viel damit zu tun, dass wir von heute auf morgen leben, von einem Beginn des Tages zu einem Ende des Tages, von Stunde zu Stunde. Wir kennen etwas wie eine Zeitspanne. Allah Ta'ala kennt keine Zeitspanne, dadurch, dass er endlos ist. Und deswegen ist sein Wissen, in dem Moment, wo er uns erschaffen hat, weiß er, was wir tun werden, weil sein Wissen eben keine Grenzen kennt. Sein Wissen kennt nicht einen Moment der Unwissenheit. Er ist kein ferner Beobachter und schaut, wie die Dinge laufen, sondern er weiß, wie sie laufen. Er wusste es schon, als er uns erschaffen hat. Das ist die Allwissenheit Allah Ta'ala. Deswegen ist das aufgeschrieben worden. Aber nur weil das aufgeschrieben worden ist, heißt das nicht, dass das so gesetzt ist im Sinne von Allah Ta'ala hat es bestimmt, du musst dich so verhalten. Und deswegen müssen wir das Wissen von Allah Ta'ala und den Dingen die Möglichkeit, etwas zu tun, voneinander so weit voneinander trennen, dass wir begreifen, das Wissen umfasst all diese Dinge. Und deswegen bin ich dazu angehalten zu tun, weil mein Leben ist nicht vorbestimmt, faul zu sein. Du darfst selbst entscheiden, jeder Einzelne von uns darf entscheiden, ob er glaubt oder nicht. Darf entscheiden, wie er seine Beziehung zu Allah Ta'ala aufbaut oder nicht aufbaut. Ob er grüne Hemden, lila Hemden, weiße Hemden, orangene Hemden, schwarzen Hemden, welche Farbe auch immer sein Hemd hat. Man darf entscheiden, welche Farbe das Kopftuch hat oder ob man ein Kopftuch trägt oder nicht trägt. Ob man es als Turban bindet oder als Band, ob man einen Niqab trägt oder nicht. Ob ich ein Bart lange trage, kurz trage, gekürzt trage, ob ich eine Brille trage, die runde Gläser hat oder viereckige Gläser. Ich darf entscheiden, was ich mache. Die Freiheit der Entscheidung bringt mir aber die Verantwortung später vor Allah Ta'ala, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Ja, der Preis von Freiheit ist immer die Verantwortung für das Handeln. Und wenn ich also weiß, ich bin dazu angehalten, mein Bestes zu tun, aber das Ergebnis ist in der Hand Allah Ta'alas, schafft mir das Erleichterung. Weil ich bin am Ende nicht mehr absolut verantwortlich für das Ergebnis, sondern ich weiß, zu einem großen Anteil ist das Ergebnis von der Gnade Allah Ta'alas, von der Gnade Allah Ta'alas abhängig. Ich kann also einen großen Teil der Last abgeben, indem ich mein Bestes tue, und dann auf Allah Ta'ala mich verlasse, dass das Ergebnis in seiner Hand ist, wenn ich denn mein Bestes getan habe. Wenn ich aber nicht mein Bestes tue, muss ich immer auch mich selbst zur Verantwortung ziehen. Also ich kann für eine Klausur vernünftig lernen und die Verantwortung liegt nicht mehr bei mir, sie liegt bei Allah Ta'ala und der Dozent bewertet es und Allah Ta'ala, entweder habe ich bestanden oder nicht. Ich habe aber nicht gelernt oder zu wenig gelernt. Natürlich bin ich dann auch verantwortlich für das Ergebnis dahingehend, dass ich nicht das, was in meiner Macht stand, entsprechend der Umstände, in der ich lebe, versucht habe zu verwirklichen, um ein Ergebnis zu erreichen. Ich tue mein Bestes auf dem Weg zum Ergebnis, das Erreichen des Ergebnisses. Das Ergebnis an sich ist aber abhängig von der Gnade Allah Ta'ala. Und deswegen heißt es in einem Hadith bei Muslim, 2664 und suche Zuflucht bei Allah Ta'ala und halte dich nicht für ohnmächtig der Handlung. Und wenn etwas dir widerfährt, dann sag nicht, ach, hätte ich doch nur jenes getan, dann hätte ich dieses bekommen. Hätte ich doch gestern nur das gemacht, dann wäre heute das passiert. Sondern sag, Allah Ta'ala hat bestimmt, was er will und was er möchte. Und das ist der Punkt des Tawakkuls. Du tust dein Bestes und dann gibst du es ab an Allah Ta'ala.
Und deswegen gibt es einen Satz unter den Rechtgeleiteten, in dem gefragt wurde, wie hast du deinen Herrn, also Allah Ta'ala, kennengelernt? Und öfters ist wohl die Antwort gefallen, wie, ich habe meinen Herrn kennengelernt durch das Verweigern der Hoffnungslosigkeit. Also ich habe mir selbst die Hoffnungslosigkeit verweigert. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith: Kullu shay'in bi qadarin hatta al-kayyis wal-ajzi. Alles Mögliche oder alles ist die Bestimmung Allah Ta'alas, selbst die Vernunft und das Unvermögen. Wir fassen also zusammen, diese Weisheit soll uns sagen, bemühe dich auf dem Weg Allah Ta'alas, verliere aber nicht die Hoffnung, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie du sie erwartest, weil alles ist von Allah Ta'ala abhängig. Hab aber auch die Zuversicht auf Allah Ta'ala. Wenn du dein Bestes tust, sind die Ergebnisse in der Hand von Allah Ta'ala unter seiner Gnade. Und deswegen tu dein Bestes und verlasse dich dann auf Allah Ta'ala. Die Bestimmung kannst du nicht ändern. Lerne also, mit der Bestimmung zu leben. Tue dein Bestes, was du tun kannst, und verlasse dich dann auf Allah Ta'ala, den Erhabenen. Dann gehen wir über zur vierten Weisheit. Oder gibt es zur dritten Weisheit eine Anmerkung oder Frage? Oder soll ich das Ganze am Ende machen? Okay, dann mache ich das Ganze am Ende. Die vierte Weisheit besagt: Arih nafsaka min al-tadbiri fama qama bihi ghayruka an fama qama bihi ghayruka annaka la taqum bihi li nafsika. Sorry, Entschuldigung. Enthebe dich des Planes und das, was ein anderer für dich tut. Tue nicht für dich selbst. Erhebe dich des Planes und was ein anderer für dich tut, tue nicht für dich selbst. Was ist damit gemeint? Angeknüpft an die Weisheit davor, hängt das mit dem Gedanken zusammen: Mach dich frei von dem Denken und der Last, ach, hätte ich doch nur das getan, dann wäre jenes und jenes passiert. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagt man ja auf Deutsch. Heißt also, ich weiß gar nicht, was hätte passieren können, sondern das ist nur meine Vorstellung. Ich stelle mir das nur so vor. Hätte ich das getan, dann wäre das passiert. Wer sagt dir, dass das so passiert wäre? Die Garantie hast du gar nicht. Nie, weil es nicht passiert ist. Du hast es so nicht erlebt. Deswegen kannst du gar nicht wissen, was passiert wäre. Und bevor du dich also selbst verrückt machst, mit der gedanklichen Auseinandersetzung immer zu sagen, ach, hätte ich doch nur jenes getan, dann wäre jedes passiert, damit machst du dich selbst nur müde. Du ermüdest dich selbst, indem du immer wieder Szenarien durchspielst, die vorbei sind, die du auch gar nicht mehr wiederbekommen kannst, die du nicht mehr greifen kannst. Es ist vorbei, es ist geschehen. Und der Begriff Tadbir kommt von Tadabbur. Und das meint, über eine Sache mit voller Anstrengung und voller Konzentration, mit absolutem Fokus nachzudenken und daraus auch Lehren für sich zu gewinnen. Also es ist an sich ein positiver Begriff. Deswegen heißt es auch, dass wir über den Koran nicht nur den Tafakkur,
einfach das generelle Denken darüber, sondern das tiefe Nachdenken, Al-Tadabbur, machen sollen. Du sollst den Koran also wirklich aktiv, bewusst, reflektierend lesen, auf dein eigenes Leben bezogen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind bei dem Begriff Tadbir. Das heißt, löse dich von diesen Gedanken, immer zu sagen, hätte ich doch nur jenes getan, dann wäre jenes passiert. Und der Tadbir, Sheikh Zarruq erklärt Folgendes zu dem Begriff Tadbir, als er diese Weisheit erläutert. Er sagt, es ist die Auseinandersetzung mit einer Sache zwischen Furcht und Hoffnung. Furcht dafür, Furcht vor der Konsequenz dessen, was durch die Sache passieren kann, und Hoffnung auf das, was mit der Sache passieren kann. Und dann kommen wir zu einem zweiten Schritt, der damit gemeint ist. Falle nicht in die Untätigkeit, weil du zwischen Hoffnung und Angst hin und her springst. Wenn ich das jetzt tue, kann das passieren. Es kann aber auch das passieren. Also wenn ich jetzt rechts gehe, könnte ein Auto kommen, mich überfahren. Ich könnte aber auch jemanden sehen, den ich kenne. Ah, was mache ich denn jetzt? Wenn ich aber links gehe, dann könnte jenes oder jenes passieren. Also Sachen so lange durchkauen. Das heißt nicht, dass man nicht wohl überlegt Entscheidungen treffen soll. Nein, aber man kann Dinge überdenken. Überdenken meint, in eine Untätigkeit zu fallen, weil man sich nicht entscheidet. Weil man alles runterbricht auf eine Art und Weise, mit der man nicht mehr umgehen kann. Indem man den Plan, das Planhafte wegnimmt. Man überdenkt. Man macht einfach gar nichts mehr. Man sitzt nur noch, weil man so viel überdenkt, dass man zwischen Furcht und Angst gekettet und gefesselt ist, aber nichts davon einen nach vorne bringt oder bewegt, sondern zurückzieht, weil man Angst hat. Beziehungsweise Angst in beide Richtungen. Das meint Sheikh Zarruq, indem er sagt, der Tadbir ist die innere Auseinandersetzung, verfangen zwischen der Hoffnung auf die Konsequenz und die Angst vor der Konsequenz. Die Konsequenz kommt, weil jede Handlung hat einen Affekt. Jeder Affekt hat einen Effekt. Jeder Affekt hat einen Effekt. Also alles, was ich tue, daraus folgt etwas. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Aber weil ich zwischen Furcht und Hoffnung so gefangen bin, mache ich nichts. Und selbst das Nichtstun ist aber schon eine Handlung, nämlich stehen bleiben. Dazu eine Geschichte. Eine Geschichte von Ali radiallahu anhu. Ali war ein Händler, oder ein Teil dessen, was er getan hat, war zu handeln. Übrigens, hier geht es um Ali bin Hussein. Also nicht Ali, der Gefährte des Propheten, sondern Ali bin Hussein. Also Urenkel, der Enkel, Enkel. Ja. Er war ein Händler in einem Markt, auf einem Markt, und er hatte viel Erfolg mit seinem Bazar und seinen Geschäften, die er dort hat. Und es tritt die Zeit des Gebetes ein. Und er schließt seinen Laden, um dem Gebetsruf zu folgen, nimmt die Gebetswaschung, die rituelle Gebetswaschung nimmt er ein, vollzieht sie, um dann in die Moschee zu gehen und das Gebet zu beten.
So begibt er sich gerade auf den Weg zur Moschee. Und als er dabei ist, in die Moschee zu treten, kommt jemand zu ihm und sagt, hey, der Markt brennt. Der ganze Basar hat Feuer gefangen. Irgendwas hat sich entzündet und alles brennt gerade. Und komm lieber zum Basar und rette deine Sachen, rette deinen Markt, rette irgendwas. Ali aber entscheidet sich dafür, nein, er setzt den Weg fort zur Moschee, geht zur Moschee, betet das Pflichtgebet, betet die freiwilligen Gebete nach diesem Pflichtgebet, begeht Gottes Gedenken, also gedenkt sich Gottes, indem er Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah sagt. Und dann geht er zurück zu dem Markt mit einem ruhigen Gewissen. Was soll uns die Geschichte erzählen? Was ist die Pointe dieser Geschichte? Worum geht es hier? Ein Mann hat einen Markt, der Markt brennt. Und anstatt zum Markt zu gehen und ihn zu löschen, als es Feuer ist, geht er in die Moschee und betet. Alle in dem Moment, wo er sich entschieden hat, nicht zum Markt zu gehen, sondern zum Gebet zu gehen, beziehungsweise als er den Gebetsruf gehört hat, hat er eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung hat was mit einer Waage zu tun, von der wir schon mal gesprochen haben. Und diese Waage ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen der Dunya und der Akhira. Zwischen im Diesseits Dinge zu tun und für das Jenseits Dinge zu tun. Und als er den Ruf zum Gebet gehört hat, hat er bewusst die Entscheidung getroffen, jetzt beginnt die Zeit für Allah Ta'ala. Die Waage verschiebt sich. Die Akhira, das für das Jenseits, für Allah Ta'ala zu arbeiten, hat jetzt mehr Gewicht als das Diesseits. Ja, aber haben wir nicht mal gesagt, dass alles ein Gottesdienst sein kann? Ja, alles ist ein Gottesdienst. Aber nur so weit, wie du es benötigst. Und der Mann ist versorgt und sagt, jetzt ist meine Hand, der Erfolg meines Handels hängt auch davon ab, dass ich Allah Ta'ala seine Zeit gebe. Deine Zeit sind die Gebete, zum Gebet ist aufgerufen worden. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Und was auch immer kommt, ist, was Allah Ta'ala für mich bestimmt hat. Ist das, was Allah Ta'ala für mich festgesetzt hat. Das heißt, er geht jetzt von der persönlichen Pflicht, Geld zu verdienen, über zur persönlichen Pflicht der expliziten rituellen gottesdienstlichen Handlung, Allah Ta'ala zu dienen. Und als die Nachricht kommt, hat er wieder die Entscheidung bekommen. Nein, ich gehe doch wieder rüber zu meinem, ich bin wieder der Händler oder ich bin jetzt der betende Diener. Und er entscheidet sich dafür, der betende Diener zu sein, weil er sagt, die Zeit jetzt gehört Allah Ta'ala. Ich habe keinen Anspruch mehr auf diese Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Moment mal, hätte es ihm da nicht ausgereicht, okay, wir haben verstanden, dann hätte er das Pflichtgebet gebetet und hätte dann schnell zum Markt laufen können. Aber nein, er hat das Pflichtgebet gebetet, er hat das Freiwilligengebet gebetet und sich noch hingesetzt und Gott gedacht und ist erst dann aufgestanden und wieder los. Ist das nicht ein bisschen nachlässig? Also, weil am Ende muss er seine Familie versorgen und jetzt, das ist ein Feuer, das ist eine Ausnahme, eine Darura, eine Notwendigkeit, er hätte später beten können, er ist ja nicht so, dass er nicht betet, ist ja auch nicht so, dass er nachlässig ist mit dem Gebet, das, was wäre sehr wichtig ist, eine Gefahr, die er abwenden muss. Das sind alles berechtigte Punkte, die wir da anbringen können. Aber er selbst befindet sich in einem spirituellen Zustand, wo er sagt, nein, die Zeit, die jetzt eingetroffen ist mit dem Gebetsruf, gehört nicht mir. Es obliegt mir, die Pflicht zu erfüllen, diese Zeit Allah Ta'ala zu geben. Wer bin ich, diese Zeit von Allah Ta'ala wegzunehmen? Am Ende ist alles in der Hand von Allah Ta'ala.
mit dem Gebetsruf gehört diese Zeit, Allah Ta'ala, ich wende mich nun Allah Ta'ala zu. Ich wende mich zu ihm, Allah, dem Erhabenen, sein Recht zu geben. Und deswegen heißt es im Koran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. Und deswegen, wahrlich ist Allah Ta'ala der Maula, der Verwalter, der Versorger, der sich Kümmernde, derjenigen, die glauben. Oder in einem anderen Vers, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah Ta'ala, und wahrlich, Allah Ta'ala ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er führt sie aus der Dunkelheit ins Licht. Also, er führt sie aus der Dunkelheit ins Licht, also hin zur Wahrheit. Und es heißt in einem Gedicht, فَإِذَا أَعْطَاكَ مَنْ يَمْنَعُهُ ثُمَّ مَنْ يُعْطِي إِذَا مَا مَنَعَكَ. Und wer gibt denn, wenn Allah Ta'ala nicht möchte, dass dir gegeben wird? Und wer aber gibt dir, beziehungsweise, und wer gibt dir, wenn Allah Ta'ala es erlaubt, dass dir gegeben wird? Heißt, anders übersetzt das Gedicht, was Allah Ta'ala dir gibt, gibt er dir durch seinen Willen. Und nichts wirst du bekommen, was er nicht will, dass du es bekommst. Und das ist, und was ein anderer für dich tut, tue nicht für dich selbst. Also, denke über die Konsequenzen nach, triff eine weise Entscheidung aufgrund dessen, was dir als Informationen zur Verfügung steht, und verlasse dich dann auf Allah Ta'ala. Nehmen wir mal als Beispiel die Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die Hijra, die Ausreise, die Flucht, die Auswanderung von Mekka nach Medina vollzogen hat, hat er sich auch vorbereitet. Er hat Ali zurückgelassen, dass das anvertraute Gut, was zur Verwahrung bei ihm gelassen wurde, zurückgegeben wird. Er hat Ali auch zurückgelassen, damit nicht unbedingt direkt auffällt, dass er gerade auf der Flucht ist. Er hat sich einen Weggefährten, einen Freund genommen, der ihn begleitet auf der Reise, Abu Bakr. Er hat einen Führer durch die Landschaft mitgenommen, weil er sich in der Landschaft nicht so gut auskennt, der ihnen einen Weg zeigt, also ein Wegführer. Und er verbrachte 3 Tage mit Abu Bakr in dieser kleinen Höhle. Aber trotz dieser ganzen Vorbereitung, am Ende sagt er was zu Abu Bakr? In Bukhari 4663, was glaubst du, was denkst du über 2 Personen, deren Dritter Allah Ta'ala ist? Sich so gut es geht vorzubereiten, und am Ende verlassen wir uns voll und ganz auf Allah, dem Erhabenen, den Allmächtigen. Und das ist das, was der Autor uns hier sagen möchte. Der Autor möchte uns sagen, mach dich frei von der übermäßigen Besorgnis.
mach dir die Besorgten über das. Mach dir nicht so viele Sorgen, dass du untätig bist. Nein, plane vernünftig, setze es um, aber dann verlasse dich auf Allah Ta'ala. Tue dein Bestes, gib den Dingen ihr Recht und verlass dich auf Allah. Und anknüpfend an die Geschichte, die wir hatten mit Ali, im Sinne, also Ali, der Mann, der einen Markt hatte und der gebrannt hat und der entschieden hat, ich bete und gehe dann zu meinem Markt. Dieser Mensch, wie wir gesagt haben, hat für sich die klare Entscheidung getroffen, diese Zeit gehört jetzt Allah Ta'ala, die darf ich ihm nicht wieder wegnehmen. Und auch wir als Menschen müssen lernen, nicht, also wir als Menschen heutzutage, meine ich damit, und ich an erster Stelle und wir alle gemeinsam müssen das lernen, wieder Allah Ta'ala mehr sein Recht zu geben. Mehr das innere Bewusstsein wieder dafür zu entwickeln, Allah sein Recht zu geben. Und dass wir ihm das Recht so geben, dass es uns Ruhe gibt. Wahrlich, im Gedenken an Allahs oder in Gottes Gedenken finden die Herzen Ruhe. Dass es uns auch Ruhe gibt. Nicht, dass das eine Belastung in unserem Alltag ist. Oh, ich muss nur noch beten. Wir haben da schnell beten und dann wieder die andere Sache machen. Und wie ein Hamster im Hamsterrad rennen. Aber die Süße der Beziehung zu mir und Allah Ta'ala nicht schmecken, nicht spüren. Nein, sogar mehr das Gefühl zu haben, wenn ich bete, fühle ich nicht. Ja, wie willst du denn etwas fühlen, wenn du außer Atem bist? Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, Allah Ta'ala sein Recht zu geben. Wenn du ausblendest, wenn ich ausblende, am Ende ist doch sowieso alles von Allah Ta'ala. Und erst wenn ich mich ihm wahrlich zuwende, dann kommen die einfachen Dinge. Und einfach subjektiv gesehen, nicht aber objektiv gesehen. Und an der Stelle ein praktischer Tipp meinerseits an euch, der nicht von mir kommt, sondern von meinem Scheich, den er mir beigebracht hat. Nämlich die Beziehung zu Allah Ta'ala zu intensivieren, indem wir ihn in unser Alltag inkludieren. Und der erste Schritt dafür ist, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich wiederhole es, weil es meiner Meinung nach eine Medizin ist, die wirkt, dass ich 10 Minuten des Abends vor dem Schlafen gehe und 10 Minuten am Morgen nach dem Aufwachen, bevor ich was anderes tue, und das Letzte, was ich tue, 10 Minuten intensives Gottesgedenken mit Anwesenheit des Herzens vollziehen. Herr Bruder, was erzählst du da? Was meinst du damit? Was meine ich damit? Damit meine ich, jeder von uns und ich auch, wir setzen uns 10 Minuten hin und denken zum Beispiel über den Begriff Alhamdulillah nach. Ich bin Allah dankbar. Was ist eigentlich heute passiert? Ich habe heute einen schönen Anruf bekommen, eine Nachricht bekommen. Ich habe ein Leid gesehen und das ist nicht mir widerfahren. Alhamdulillah, geht es mir gut, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe heute in den Nachrichten gesehen, in anderen Ländern ist Überflutung, Alhamdulillah, lebe ich sicher. Ich fange an, über den Begriff intensiv nachzudenken und lasse es auf mein Herz wirken. Ich denke über Subhanallah nach. Ich denke über Allahu Akbar nach. Was bedeutet das? Es geht nicht darum, einen Begriff oft zu sagen, eine Kette zu nehmen und sagen, fertig. Es geht darum, nachzudenken. Vielleicht bewegen sich hier nur 3 Steinchen auf der Kette, aber das Herz hat Mitgefühl. Das machen wir des Morgens und des Abends. Und ich sage euch aus persönlicher Erfahrung und Erfahrung anderer Menschen, die alle diese Medizin zu sich genommen haben, es wirkt. Es wirkt schon nach einer Woche. Und nach einem Monat
werdet ihr spüren, was das mit eurem Herzen macht. Das ist ein praktischer Hinweis dafür, Allah Ta'ala intensiver in unseren Alltag zu inkludieren. Und mit diesem Ratschlag beenden wir inshallah. Barakallahu fikum. Gibt es Anmerkungen oder Rückfragen? Mustafa, gibt es Anmerkungen oder Rückfragen? Gut, daraus schließe ich ein Nein. Barakallahu fikum. Möge Allah Ta'ala euch alle segnen, möge er uns die Einsicht in unsere Herzen geben, auf dass wir uns bessern und eine Nähe zu ihm aufbauen. Jazakum Allah khairan. Und subhanak wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asr, inna lana al-'usr ila alladhina amanu. Und wir schließen mit der Fatiha, dass Allah Ta'ala und alles von uns annimmt, von uns allen an. Jazakum Allah khairan, und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.